ja hier die Atmosphäre in dem Landkreis, wo jeder für Triathlon lebt, jetzt jeden Tag kennengelernt. Das ist einfach der Wahnsinn. So viele Geschichten gehört über die Helfer, die das zu so einem Event machen. Und das ist der Wahnsinn. Ich meine, ich kann es mir nur vorstellen, ich kenne die Geschichten und wenn ich so einen Empfang jeden Tag bekomme, wie ich hier bekomme, wie muss denn das an Tag 60 abgehen? Die Helfer haben es ehrlich verdient. Die sind die wahren Helden eigentlich des ganzen Events, finde ich. Ich kann ehrlich sagen, also jede Veranstaltung wünscht sich solche Helfer. Und man sieht, dass Rot definitiv die Heimat des Triathlon ist. Und so viele Menschen freiwillig ihre Freizeit opfern. Und ich sage Dankeschön. Ja, es ist schon Wahnsinn, was sich da tut. In wenigen Tagen verwandelt sich der doch beschauliche Landkreis Roth, dieser Landkreis, in dem wir alle leben und den wir so schätzen, von einem Geheimtipp quasi in ja, die Welthauptstadt des Triathlons. Das wäre eben ohne die Helferinnen und die Helfer, auch gerade im Vorfeld, die ja schon viel mit vorbereiten, überhaupt nicht möglich. Ja, es geht ja nicht erst am Sonntag los, sondern es geht ja schon viel früher los. Am Donnerstag ist quasi der erste Veranstaltungstag und am Abend starten wir in Hilpolstein, dank der Stadt Hilpolstein und vor allem La Carrera, mit dem Bambini-Lauf und mit dem Nightrun von Hilpolstein nach Roth. Am Freitag haben wir dann den Challenge for All, am Freitagabend und am Samstag natürlich den Junior Challenge, auch schon viele Jahre. Auch da ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an viele Hunderte von Helfern, die den Kleinen, aber auch den Großen den Triathlon beibringen quasi. Also das ist wirklich, wirklich toll. Ja, hier sind wir beim Junior Challenge bzw. beim Challenge for All. Wir haben die ganze Woche aufgebaut, sind jetzt ready für den Start. Wir haben noch ungefähr eine Stunde bis zum Start und dann können wir loslegen. Wir sitzen hier in der Anmeldung und die Athleten kommen zu uns, um ihre Startunterlagen abzugeben. Wir schreiben auf die Starter die Zahlen von ihrer Startnummer. We'll be right back.
Festplatz-Crew. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Die Helfer, die sehr, sehr lange hier sind bei uns am Festplatz, manche zum Teil über 2 Wochen schon, auch sehr hart arbeiten. Was ist das? Hetzler. Also. Ja, schon Schein halten. Stadion mit aufbauen, Banner hängen. Dann die ganze Versorgung auf dem Festplatz vorbereiten, Frühstück, Mittag, Abendessen für die Helfer tatsächlich, von den Helfern. Dann herzlich willkommen heute bei uns hier im Festplatz Crewzelt. Ich darf euch heute die 2 wichtigsten Personen hier im Zelt vorstellen. Und zwar ist das einmal Mutti 1, die Ines. Hallo. Und ihre Schwester Mutti 2, die Katrin. Hallo. Und die beiden hier, vor allem die Ines, ist seit vielen, vielen, vielen Jahren Helfer hier vor Ort. Seit den 90er Jahren tatsächlich schon. Und sie ist, wie der Name schon sagt, hier die Mutti für alles. Sie weiß genau, wo es lang geht. Sie kümmert sich um Frühstück, Mittag, Abendessen, um verloren gegangene Sachen. Was noch, Ines, erzählt? Schlüsseldienst. Heftpflaster. Unvorhergesehenes. Neuankömmlinge werden eingewiesen. Geburtstagspartys. Und. Ja. Und so weiter mehr. Und so fort. Und vieles mehr. Ich bin die Andrea vom Athletenservice. Wir geben hier die Startunterlagen aus für die Athleten, also die Badekappe, die Radnummer, die Startnummern fürs Laufen und fürs Fahrradfahren. Und versorgen so die Athleten mit allem, was sie für ihren Start so brauchen. Hi, wir sind hier in der Challenge World. Wir geben die Rucksäcke aus. Without the volunteers, we couldn't be racing. Thank you so much. A must-have ist praktisch, wenn alles Material gut vorbereitet ist, dass wir dann nachts um 2:30 aufbauen können. Ja, dann bin ich echt super. Also jetzt kein Bewerbungsgespräch. Ne? Wir haben festgestellt, es ist eine Vollmaschine, deswegen haben wir ihn hier eingestellt. Und wir haben hier lauter gute Leute. Wir haben es letztes Jahr schon erwähnt. Hier ist immer geht's ab am Samstag. Wir müssen die ganzen Sprinter beladen und deswegen haben wir hier auch eine neue Vollgranate eingestellt und ist wie jedes Jahr super. Hallo, mein Name ist Sven Stiefvater, ich bin Wettkampfleiter am Challenge und zusammen mit dem Pierre Kubo verantwortlich für die medizinische Betreuung der Veranstaltung. Wir sind auf der Veranstaltung mit ca. 500 Helfern aus BRK, der Wasserwacht, der Johanniter Unfallhilfe und der DLRG Alpenfranken im Einsatz und stellen auf der ganzen Strecke die sanitätsdienstliche Versorgung sicher. Und
ohne die unzähligen Rettungs- und Hilfskräfte wäre die Veranstaltung nicht durchführbar. Also wir fangen da ganz früh an, gerade mit der Polizei, BRK, Wasserwacht und natürlich allen Feuerwehren hier im Landkreis, diese Veranstaltung vorzubereiten. Das geht schon bei der ganzen Genehmigung los, weil natürlich sprechen die Hilfs- und Rettungsdienste hier überall mit, sonst wäre das nicht durchführbar. Auch das THW da natürlich, das wir noch in der Vorhalte haben, die uns die Wechselzone 1 ausleuchten. Das muss alles vorbereitet werden, das geht Monate vorher los, das sieht man nur nicht. Und am Tag selber tragen die natürlich auch die Hauptlast. Morgens angefangen, Wasserwacht, die schon ab Mitternacht die Bojen setzt und auf dem Kanal die Strecke markiert, dann für die Sicherheit sorgt. BRK natürlich mit der Wasserwacht zusammen, ganz klar, von morgens bis abends. Eine der ersten, die anfangen, eine der letzten, die aufhören, für die Sicherheit der Athletinnen, Athleten, Zuschauerinnen, Zuschauer und natürlich auch Helferinnen und Helfer den ganzen Tag vor Ort. Ich sag's immer so schön, mit der Feuerwehr wären wir hier gar nichts und das nicht nur beim Challenge, sondern das ganze Jahr über. Also eine wirklich tolle Zusammenarbeit, die da entstanden ist. 50 Jahre Triathlon! Wir sind die besten Helfer der Welt! Wir sind eigentlich seit gestern sind wir da und haben auch hier schon übernachtet, damit wir jetzt heute rechtzeitig ins Boot kommen. Bunch of crazy Germans. Yo, no speaking. Wir haben hier Johann von den Kanaren, der auf eigene Kosten angehört. Dave Swan von Great Britain, der auf eigene Kosten herkommt, um zu helfen und zu schrauben ab 4.5. Der Jürgen, der wir das alles hier aufbauen und organisieren. Der Louis. Louis. Wenn er schlafen könnte. Und ich selber. Manchmal seit einigen Jahren Geburtstag und es ist meine Party heute. Jawohl, Happy Birthday, Charlie. Auch Helfer, die wissen genau, was die Triathleten wollen. Die haben vorsichtshalber mal einen Schluck Weißbier dabei oder ein Leberwurstbrot, weil die Athleten können irgendwann die Riegel und das ganze ISO-Getränk nicht mehr sehen. Und dann wollen sie mal ein Stückchen Brot haben. Und wenn es nur Trockenbrot ist. Aber die Helfer wissen genau, was ihre Athleten wollen. Und das finde ich so toll. Die denken da immer mit und sind immer parat mit allen möglichen Sachen. Das ist mit Sicherheit der wichtigste Job und der schönste. Der trockenste war es heute. Magst du Bratwurst? Morgen! Sag halt nochmal Weiß. Ey, der heizt an. Ich wollte den aufhalten hier, ne? Ja, ich bin total stolz, mit Thomas gemeinsam, dass wir in der Wechselzone 2 heute 700 bis 800 Helferinnen und Helfer da haben, die die Wechselzone 2 wuppen. Wir sind schon gut dabei, wie ihr seht. Viele Beutel sind schon wieder aufsortiert. Wir haben einmal die Schwimmbeutel von der Wechselzone 1 bekommen. Da sortieren wir jetzt unseren blauen Beutel wieder zu, von Wechselbeutel.
Ja, und auch gestern bei der Vorbesprechung waren wir viele Leute, die dabei waren, die Vorbesprechung durchgemacht haben und dann auf dem Beutel-LKW der Wechselzone 2 gewartet haben. In Himmelstein hat es ein bisschen geregnet gehabt, deswegen hat es gedauert, aber die treuen Helfer waren da und ja, rund 100 waren dann da zum Entladen. Ja, auch dieses Jahr waren wir wieder 7500 freiwillige Helferinnen und Helfer. So früh wie noch nie waren die Plätze vergeben tatsächlich. Also auch das war ein Novum. Unwahrscheinliche Dankbarkeit und ja, für die Athleten ist es natürlich toll. Quasi zwei Helfer pro Athlet gibt es sonst nirgendwo auf der Welt, nur in Rot. Die Helfer wäre der ganze Tag einfach nicht möglich gewesen. Ich bin so dankbar für alle auf der Strecke, für alle Kinder, für alle Helfer und vor allem für den Kollegen jetzt, der mich repariert. Ich bin der Jürgen, ich fahre seit über 20 Jahren Motorrad und ich muss sagen, es macht einfach immer wieder Spaß, wie die ganzen Motorradfahrer zusammenhalten. Ich sehe über heuer fast 100 Motorradfahrer und ich finde, was das Schöne ist, man sieht sich immer wieder einmal im Jahr hier auf dem Triathlon und es macht immer Spaß und ich freue mich immer dabei zu sein. Staffel dabei, führender Mann, Kamera und es ist immer ein Riesenerlebnis. Sind alle extrem hilfsbereit und fühle mich extrem gut aufgehoben und glaube, dass allein die Helfer mich durchs Rennen tragen werden am Sonntag. Ja. Also wenn ich es geschafft haben werde, was ich werde, dann nur wegen der Helfer. Und Helferinnen. Liebe Helfer, ich sage nochmal von Herzen wirklich vielen, vielen Dank. Auch wenn ich jetzt den Triathlon noch nicht gemacht habe, bin ich mir sicher, dass ihr mir einfach ganz, ganz viel Unterstützung gebt. Ich freue mich, euch alle auch in eure Gesichter zu schauen, zu strahlen. Und wenn ich irgendwo doch ein bisschen krieche, dann bin ich mir auch sicher, dass ich da euren Support habe. Deshalb vielen, vielen Dank und nur das Beste weiterhin für euch. Unsere Helfer mit einem Wort beschreiben, das geht gar nicht. Wir sind so dankbar, dass wir die haben. Das sind jetzt unsere Helfer, das sind unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen, unsere Freunde, die wir immer das ganze Jahr dann auch immer mal sehen. Und das ist so wie eine Familie, muss ich wirklich sagen. Das ist so rührend alles. Und wir sind wirklich so dankbar, weil ohne unsere Helfer könnten wir die Veranstaltung gar nicht machen. Abartig geil, einfach mega und dass die alles auf die Beine stellen und die sind immer freundlich und nett, das ist
traumhaft für jeden Sportler. Spitzenmäßig. Also unbeschreiblich, also so eine Helfer habe ich noch nirgendwo erlebt. Also unglaublich, das kann man nicht in Worte fassen, ehrlich gesagt. Beste Helfer der Welt! Woo! Leben. Und wir haben schon einige Ironman gemacht oder Challenge gemacht, noch nie so einen super Support gehabt. Also definitiv. Also das war hier Spitzenklasse. Das habe ich nicht erwartet, aber mega genial. Also Dankeschön nochmal an alle, die das möglich gemacht haben. Vielen, vielen sehr, Dank. Sehr geil. People come to you, ask if you need your shoes, your if they have to put some sunscreen on you. They even will dry your feet if you ask. It's amazing. It's amazing. I've been here 3 times. It's the only race in the world that's magnificent, and that's all thanks to the volunteers. Plötzlich hat man keinen Bock mehr auf andere Langdistanzen, weil hier der Support einfach an der Strecke mega ist. Also es ist wirklich unvergleichbar. Unfassbar zuvorkommend, nett, hilfsbereit. Ich habe gerade meine Nummer auf dem Boden liegen gehabt und wollte sie aufheben. Da kam direkt ein Helfer als ein Beispiel und das ist einfach super. Absolute awesome day, and it's especially made by the helpers. Every single one of them have been amazing. Just unbelievable. Can't do enough for you. Fantastic event. Can't recommend it enough. Spot on. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken. Ohne euch könnten wir so eine Riesenveranstaltung gar nicht durchführen. Ihr seid das Herz und von der Veranstaltung. Und die Athleten bringen das ja immer wieder rüber und die sagen uns das. Vielen herzlichen Dank. Bleibt uns wohlgesonnen, bleibt gesund, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Schön war es mit euch wie jedes Jahr. Vielen, vielen Dank fürs Kommen heute Abend und noch viel mehr herzliches Dankeschön für eure tolle Hilfe. Wir sind sehr stolz, dass wir an eurer Seite arbeiten dürfen. Das ist echt einfach ganz, ganz toll. Und ihr kommt auch jetzt mit in die Kulturfabrik, oder? 40 Jahre Triathlon im Landkreis Roth wurden heute auch gefeiert. Und das ist, glaube ich, schon eine unglaubliche Zahl, ein unglaubliches Jahr. Eine der längsten Triathlon-Veranstaltungen auf der Welt. Und mit Abstand, und das können wir heute alle wieder zusammen mit Stolz sagen, wohl die beste auf der Welt. Und das ist nur durch euch möglich. Deswegen vielen, vielen Dank für dieses Jahr. Vielen, vielen Dank für die Treue in den letzten Jahren und auf die nächsten 40.